So, liebe Leute, weiter geht's heute mit der nächsten Mission. Und zwar werden wir uns heute um dieses Fahrzeug hier kümmern. Und der wird heute mal auf die Hebebühne gehen. Und zwar Fahrzeug bewegen. Der steht schon etwas länger da. Auf der erste Hebebühne. So, da steht er schon mal. Gucken wir gleich, was wir machen müssen an dem Auto. Ich hoffe, dass ich den in 2 Folgen durchbekomme. Wir gucken mal schnell in die Aufträge. Wir haben ja noch 1-2 Aufträge. Das heißt, wir werden heute... Ja, jetzt ein bisschen was schneller. Die sind beide gleich reingekommen, okay. Auftrag annehmen. Damit der hier schon mal... Der hier schon mal fertig steht, ist jedenfalls ein Audi. Kann ich den zweiten Wagen auch... kann ich den zweiten Auftrag auch nehmen? Dann habe ich fast maximal 3 Fahrzeuge. Wieso 3 Fahrzeuge? Ich habe eigentlich... Kann ich nicht die zweite Hebebühne noch kaufen? Weil dann könnte ich nämlich den nächsten Auftrag auch annehmen. Da könnte ich mir die Autos schon mal zwischenparken. Wir gucken mal nach, was wir machen müssen. Ich guck mal, Fahrzeug. Wir sind noch nicht vom Level her. Wir brauchen 300 Erfahrungspunkte. Wir brauchen also irgendwann mal eine zweite Hebebühne. Das ist klar. Werkstatt erweitern. Handlerauge, prüfe Teile 50% schneller, montiere ich Teile 50% schneller. Okay. Aber ich hätte gerne noch eine zweite Hebebühne. Wir haben ja ein bisschen Kohle jetzt auf der Tasche. Abkürzung freischalten. Ach so, wir könnten erst tatsächlich hier wenn wir die Punkte freigeschaltet bekommen, können wir erst die Upgrades machen. Okay, alles klar, gut, schade. Wir brauchen erst Level 12, um eine zweite Hebebühne zu bauen. Gut, da können wir tatsächlich erstmal nur ein bisschen. Können wir tatsächlich erstmal nur so weitermachen. Also, okay, wir gucken uns das Auto an, das machen wir, was wir machen müssen. Wir gucken, was der will. Die Bremsanrichtung wird erledigt. Wir haben voll defekte Teile, 4 Stück insgesamt. Alles klar. Warum hat sich Auftrag beenden? Bremsbeläge, ABS, Steuergerät, Bremssattel Typ A und die Bremsbeläge. Wir setzen das Auto also kurz mal hoch auf die Bühne wahrscheinlich, würde ich sagen. Gut, ich habe zwar einen Anruf drauf, aber das ist jetzt gerade relativ unwieso, Kollege. Wird schon irgendwie werden. Gut, wir gehen hoch auf die Hebebühne. Also, rauf damit. Da brauche ich nicht ans Heck dran. Da brauche ich nur... demontieren wir erstmal die Räder. Also, damit der hier, brauchen wir vorne auch gar nicht an das Auto dran. Ich weiß ja jetzt, wie es funktioniert. So, dann gehen wir mal darüber. Weil Reifen brauchen wir auch nicht mal. Eigentlich sollte der das. Warte mal. So, runter mit dem Reifen. So, gucken wir mal, was er will. Warte. Inspizierungsmodus. Er sagt, die Bremse sind kaputt. Sprich, die 2. Alles klar. Sonst ansonsten nichts. Also hat er genau was gesagt. Aufhängung. Erstmal die Bremssattel also runter. Die müssen runter weg. Genau so ist die. Ich vermute, dass auch das runter muss. Ja, genau so ist es. Nicht damit. Gucken wir mal nach, ob der hinten noch irgendwas hat. Nö, eigentlich nicht. Gut, dann gucken wir da auf der anderen Seite eben schnell, dass wir da mal weitermachen können. Also sagst du gerade, warte mal, hast du nicht nur Beziehungsmodus? Ja, ach, doch, tatsächlich, hier unten ist nämlich die Bremse durch. Und da hinten ist noch was. Alles klar, gut, okay, dann weiß ich Bescheid. Das sind nur vier Dinger. So, also hat er die Aufhängung. Die weg, die Bremse weg. Belege neu. Und du willst noch hier oben was mit der Aufhängung, hast du gesagt. Muss ich jetzt tatsächlich die Mutter noch runternehmen oder was? Da geht das jetzt tatsächlich. Warte mal. Ja, ich muss tatsächlich umrollen wahrscheinlich, ne? Du bist doch runter. Also wieder runter mit der Karre. So, ich da Mutter aber auf. Und das ABS-Modul, hast du gesagt, brauchst du noch, ne?
Ja. Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann geht das raus. Dann geht das runter. Gut, dann haben wir das auch soweit. Dann gucken wir mal ins Inventar. Die Reifen brauchen wir jetzt nicht. Die Kiste brauche ich jetzt auch nicht. Warum auch immer da eine Kiste steht, ist mir aber gerade egal. Gut, wir brauchen neu die Bremssattel Typ A. Warte mal, wir brauchen neue Bremssattel Typ A. Machen wir Förder. Damit ich Dinge nicht vergesse. Ja, ich weiß, ich kann die Dinger auf die Einkaufsliste rübersetzen. Aber mein Fernseher ist ein bisschen komisch eingestellt. Ich sehe tatsächlich den ersten Teil nicht. Das heißt, ist auch mir egal, weil ich mache mir das lieber mit dem Handy. Dann habe ich das einmal komplett im Überblick und muss nicht immer die Einkaufsliste switchen. Gut. Die Bremsen sind ja, in Ordnung. Brauchen wir ja nicht weiter. Dann setzen wir jetzt mal die Sachen auf die Einkaufsliste. Das Ding drauf, das Ding drauf, das Ding drauf und das ABS-Steuergerät drauf. Gut. Geh mal in den PC, kauf mal ein Ersatzteil. Eventuell kriegst du sogar komplett in deiner Folge fertig. Das wäre geil. Das wäre cool. Dann, weil so viel brauchen wir nämlich nicht. Ja, das war am Anfang ein bisschen Eingewöhnungssache. Aber gut. Ersatzteile. Fangen wir an mit dem Bremssattel Typ A. Warte mal. Bremssattel Typ A. Und annehmen. Wie viel brauchen wir davon? Eine oder zwei? Zwei oder was? Ne, eine. Gut. Dann müssen wir gucken, was brauchen wir noch? Die Bremsbeläge bräuchten wir neu. Aber da brauchen wir beide, glaube ich. Ne? Ja. Bremsbeläge neu. Und das ABS-Modul. Brauchen wir neu, oder was ist das? Das ABS-Steuergerät. Das Steuergerät. Oh, $700. Das ist teuer. Aber egal. Der Audi kriegt neue Sachen. Und dann fangen wir an mit dem Einbau der Teile. So, Teile arbeiten. So, Teile wieder montieren. Genau, rein damit. Zack, 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 zack. Wieder alle neue Reifen drauf, neue Dings drauf. Perfekt. So, dann kann der wieder zu. Hier. Und kann hoch. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert mittlerweile. Jetzt können wir so nach und nach die Aufträge machen. Jetzt können wir aber versuchen, wir jede Folge mal wieder dieses einen Auftrag zu machen. Fangen wir mit der Aufhängung. So, du kriegst jetzt neue Bremsbeläge. Bremsbeläge rein. Bremssattel Typ A rein. Ja, bitte. Klock. Fertig. Reifen drauf. So. Fertig mit Teil. Mit dem Teil 1. Jetzt baue ich die auf die andere Seite. Ich hätte mir am liebsten schon... Wisst ihr was? Wir machen das anders. Wir kaufen dem tatsächlich die zwei neue... Wir kaufen dem nochmal neu. Weil dann hat der vorne komplett neue Bremsen. Die sind zwar noch... Nee, komm. Wir wollen es nicht unnötig machen. Der will nur, kriegt doch das, was er hat. Das heißt, sprich, neu zwei neue Dings drauf. Da muss ich jetzt kurz gucken. Ich jetzt. So. Da kriegst du neue neue Bremsbeläge. So. Ja. So. Fegarora. Fertig. Auto ist durch. So, eigentlich müsste der jetzt komplett durch sein.
So, eigentlich haben wir jetzt das Aufgabe, die auf das Auto wieder abgearbeitet. Müsste eigentlich jetzt durch sein. Bam, fertig. Nächstes Auto auf die Bühne. Kriegen wir noch ein zweites Auto auf die? Kriegen wir noch ein zweites Auto hin? Ja, wir kriegen schon noch ein zweites Auto hin. Komm. Dann setze ich. Nein, ich will nicht die Tilten. Ich wollte das Auto umsetzen. Fahrzeug bewegt auf die erste Hebebühne. So, dann gucken wir mal, was wir noch haben an Aufträgen. Hier ist noch einer. Hier ist noch ein Lotz. Der ist noch. Bremsen sind schlecht. Dann kriegst du der M. Geht M. Ja, perfekt. Die sehen aber aus, die Autos teilweise. Na gut, was haben wir denn hier eigentlich an einem, was haben wir hier eigentlich an Aufgaben? Die Bremsenschäden. Das haben wir Steuerberät, das die Bremsbeläge und die Bremsscheibe innen belüftet. Die brauchen wir neu. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, dann machen wir jetzt mal die Motorhaube auf, damit wir hier weitermachen können, weil das Steuergerät, das kennen wir ja von dem letzten Auto schon, kriegen wir. Scheint wohl eine Krankheit zu sein bei dem Modell hier. So, runter damit. Gut. Dann geht es schon hoch, weil ich muss vorne die. Ist das vorne die Bremse oder ist das hinten die Bremse? Das ist die große Frage. Ich muss mal eine Sichtprüfung machen, weil immer sagt er mir ja gerade, ist das hier vorne die Bremse oder ist das hinten die Bremse? Ich würde gern. Das wäre nämlich total toll, wenn Sie wissen. Es ist hinten die Bremse. Okay. Andere Seite auch hin. Oder ist das auch wieder nur vorne? Das ist glaube ich nur die eine, ne? Gut. Gut, dann fahren wir den hoch und fangen dann an, hinten zu basteln. Das ist glaube ich nur die eine. Soll ich jetzt was Falsches mache? Ich werde nochmal nachgucken, welche Seite das jetzt war. Es ist. Ist das nur die? Bist das nur du? Ja. Scheinbar, ne? Ja. Gut. So, dann gehen wir den runter, Mann. So, runter damit, ja. Ja, sind die Bremsbeläge. So, dann geht der runter, der Sattel hier. Und tschüss. Und da müssen wir eigentlich tatsächlich nur mal bestellen. Inventar. Was habe ich denn im Inventar eigentlich? Es sind nur die Bremsbeläge und das AWR-Steuergerät. Okay. Ich muss gleich mal noch ein bisschen aufräumen hier. Also zwei Bremsbeläge und ein Steuergerät. Oder? Ja. Zwei Bremsbeläge? Ne, einer, ne? Was? Das ist ja nur der eine. So, nehmen wir ein Steuergerät mit. Und die Bremsbeläge. Bin ich richtig im Kopf ab. Scheiße, das Problem bin ich jetzt gerade. Ich habe jetzt nicht. Weil ich das Problem, ich habe die Feuer nicht rausgelöscht. Aber es war nur das Steuergerät. Guck mal drauf. Das wollen wir jetzt was Falsches machen. Fahrzeuginfo. Was haben wir denn? Das Beläge, Bremsscheibe, Innenlüfte braucht er noch. Stimmt, eine Bremsscheibe innenbelüftet. Ja, haben wir sie. Tatsächlich. Er braucht eine Bremsscheibe noch. Ist das blöder? Was sind denn die Bremse? Ist das vorne jetzt echt dann soft? Ja, wir müssen tatsächlich auch nach vorne an die Scheibe, an die Bremse. Okay, gut zu wissen. Die habe ich jetzt echt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, die Bremse. Gut, dann kriegst du noch mal eine neue Bremsscheibe. Gut, dass ich gerade eine gekauft habe. So, dann müssen wir hier nämlich die Bremsdinger runter machen. Weil dafür, sonst komme ich nicht in die Scheibe ran. Scheibe geht runter. Gut. Alles klar. Dann fangen wir hier vorne wieder an zu montieren.
Montage. Warte mal. Ja. Die ist das Schutzblech. Montage brauche ich. Ja. So, da kann der nämlich wieder drauf vorne. Fisch gemacht, also mit dem der Bremsscheibe. Das sind die hier, ne? Das Belege. Ja, das sind die alten nämlich. Die waren ja noch super. So. 80 oder 97. Ich glaube, das vorne war ja noch gut. Das heißt, ihr kriegt die hier drauf. Ja. So, ich sollte dringend anfangen aufzuräumen. Gleich im Inventar. So, vorne ist gemacht. Jetzt gehen wir nach hinten kurz. Die hinten noch an, dran noch die Scheibe. Die Abnahme. Metall. Das will ich haben. So. Das Teil zu montieren. Gut. Jo. Auch drauf. So, dann setzen wir den kurz wieder runter, weil er muss ja noch das ABS-Steuergerät draufhauen. Dann kann ich den nämlich in setze ich den schon mal ganz runter. Weil ich brauche ja jetzt sonst keine Scheibe. So, das Abo. Einmal. Das brauchen wir nicht. Bevor ich jetzt was falsch, bevor ich jetzt was demontiere, was nicht gut ist. So, Motor aber zu. Auto müsste fertig sein. Also, Auto beendet. Fertig. So, liebe Leute, damit würde ich sagen, machen wir einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter mit dem nächsten Auto.